Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. In diesem Video gehen wir einer Vibration auf den Grund, die ich, seit ich die Winterreifen gegen Sommerreifen getauscht habe, an der Vorderachse habe. Dafür habe ich hier gerade einen Winterreifen eingeladen in den Kofferraum, denn wir werden als erstes erstmal die beiden Vorderreifen tauschen, denn es kann sein, dass aufgrund der fehlenden Markierung beim letzten Tausch der Reifen die Laufrichtung nicht der entspricht, die ursprünglich drauf war. Aber wir schauen uns noch andere Sachen an, falls das nicht das Problem war. Ja, und damit man zwei Reifen gegeneinander tauschen kann, braucht man natürlich das fünfte Rad am Wagen, um dann eben halt, wenn beide Räder vorne runter sind, eins zu haben, auf das das Auto gelagert wird. Aber schauen wir mal, was das Problem ist. Ich demonstriere euch jetzt mal das Problem, was ich habe. Und zwar habe ich die Kamera jetzt hier auf das Lenkrad gepackt und werde dann mal bremsen. Ihr seht, so ein bisschen vibriert sie jetzt bei der normalen Fahrt. Gucken wir uns mal das bei der Bremsung an. Ich glaube, man kann das nicht so gut sehen. Es ist auch echt schwierig, das zu demonstrieren. Also es ist ähnlich von der Vibration, so als ob man auf die Spuren kommt und den Spurverlassenswarner anhat. Dann vibriert das Lenkrad auch so ein bisschen beim Tesla, aber nicht doll. Das sind so ganz kleine Vibrationen, die kann man sehr schwer sehen. Man muss doch nicht doll bremsen, sondern einfach ganz normal. Beim Bremsen erst? Ja, erst beim Bremsen, nur beim Bremsen. Wechseln. Aber ist noch nicht so, dass mich das jetzt stören würde oder so. Tobias hat dann erstmal eine Probefahrt gemacht. Ihn selbst hat es jetzt nicht so doll gestört mit den Vibrationen. Dazu muss ich sagen, dass die Vibrationen direkt nach dem Tausch der Winterräder, also von Winter auf Sommer, auch deutlich stärker waren. Dadurch, dass ich dann wieder 2500 Kilometer gefahren bin, hat sich natürlich auch einiges verändert. Insofern waren die Vibrationen nicht mehr ganz so stark. Nichtsdestotrotz waren sie spürbar und insofern haben wir dann überlegt, was die Grundlage dafür sein kann. Und zwar ist es so, dass die sogenannte Sägezahnbildung bei Reifen entstehen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel die Reifen immer mit einer speziellen Laufrichtung benutzt werden, man zum Beispiel stark beschleunigt oder bremst, dann bilden sich so kleine Riefen, die wie so Sägezähnen im Gummi sind. Und wenn man dann plötzlich die Laufrichtung des Rades ändert, also sozusagen gegen diese Sägezähne fährt, dann kann das vibrieren. Das Problem war eben, dass beim Wechsel der Winterräder, also der Sommerräder, die Markierungen nicht gemacht worden sind von dem Betrieb, sodass wir, als wir die Räder neu raufgemacht haben, nicht wussten, welches Rad wo war. Grundsätzlich ist es so, dass beim Tesla Model S bei der Standardbereifung es keine vorgegebene Laufrichtung gibt, denn manche Reifen haben eine Laufrichtung, das heißt, man kann sie nur in einer Richtung auf das Auto bauen, dann ist das ganz einfach, dann hätten wir keine Probleme gehabt. Aber so war das im Prinzip ein Lotteriespiel mit Raten. Wir haben die Profiltiefe gemessen. Das heißt, ich wusste, dass zwei Reifen 1 mm mehr und 1 mm weniger Profil haben. Dadurch konnten wir zurückschließen, dass die mit weniger Profil auf der Hinterachse waren. Dadurch, dass ich Hinterradantrieb habe, ist das eindeutig gewesen. Und dann haben wir sozusagen nur 50-50 Chance für die Vorderreifen gehabt. Das heißt, wir haben dann vorne sozusagen die Reifen raufgemacht, die vorher hinten waren und hatten jetzt einfach nur die Aufgabe, die Reifen zu wechseln. Dann haben wir die Reifen gewechselt. Wie gesagt, wenn du keine Hebebühne hast, brauchst du natürlich entweder Klotz oder auch einfach ein fünftes Rad, was du dann anstelle des Rades, was gerade abgenommen worden ist, dann an das Auto ranmachen kannst, oder du kannst natürlich auch mit dem zweiten Wagenheber arbeiten. Aber wir haben dann einfach ein Winterrad rangebaut, die Vorderräder getauscht und dann wieder eine Probefahrt gemacht. Und was soll ich sagen, es war wirklich das Problem mit der Sägezahnbildung.
Das heißt, nachdem wir die Räder wieder gewechselt haben, ist die Vibration geringer geworden und jetzt rückblickend nach einigen Wochen und einigen tausend Kilometer weiterer Fahrt kann ich sagen, dass die Vibrationen immer weiter zurückgehen und wir den Fehler gefunden haben. Vielleicht noch etwas Grundsätzliches zum Thema Reifen. Grundsätzlich ist es natürlich, gerade wenn man Reifen hat, die keine Laufrichtung haben, sinnvoll, die Reifen über Kreuz zu tauschen. Also das heißt, von hinten rechts nach vorne links und von links nach vorne rechts. Allerdings, wie gesagt, kann das Problem dann entstehen, dadurch, dass man den Reifen ja sozusagen einmal dreht, dass man diese Vibrationen hat. Die sind aber dann auch mit der Zeit weg. Wenn man das verhindern will, dann kann man immer nur von vorne nach hinten, also entsprechend die Reifen tauschen, dann hat man nicht diese Überkreuzbildung. Allerdings ist dann immer dadurch das Problem, dass man dann die Innen- und Außenseiten einseitig abfährt, weil man entsprechend dann die Reifen nicht über Kreuz tauscht. Also insofern musst du einfach mal gucken, wie das bei dir ist. Tesla empfiehlt zum Beispiel für das Model S grundsätzlich alle 10.000 Kilometer die Reifen sowieso zu wechseln, von hinten nach vorne und umgekehrt. Ich habe das nicht gemacht. Ich hatte zwischenzeitlich gemessen und ich bin letztes Jahr so 25.000, 30.000 Kilometer gefahren und habe gesehen, dass es da keinen großen Unterschied gibt. Und die letzten 10.000 Kilometer bin ich ja dann auch in einem Monat kurz vor dem Winterreifenwechsel gefahren und dadurch ist dann immer dieser 1 Millimeter Unterschied entstanden und ich habe den wieder ausgeglichen, indem ich jetzt die Sommerreifen von hinten nach vorne gepackt habe und von vorne nach hinten. Natürlich ist die Profiltiefe noch völlig ausreichend, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Ja, ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du Vibrationen nach dem Reifenwechsel hast, kann es daran liegen, dass die Laufrichtung durch die Beschleunigungskräfte so eine Art Sägezahn bekommen hat. Das solltest du als erstes ausschließen, bevor du irgendwelche größeren Geschichten wie Auswuchten und so weiter machst. Allerdings war das für mich auch kein Thema, denn ich habe gesehen, sobald ich rolle, hat nichts vibriert. Erst wenn ich bremse, dann die Kraft sozusagen, also die Verzögerungskräfte auf die Straße übertragen werden, die Vibrationen anfangen. Ja, ich hoffe, der Tipp hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, Kommentare oder Anmerkungen, freue ich mich darüber, wenn du sie unter dem Video hinterlässt. Und ich freue mich natürlich, wenn du mich unterstützt, indem du mein Abonnent wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto im Point of Interest. Wichtig ist noch, die Benachrichtigung einzustellen. So kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Und alternativ kannst du mich natürlich unterstützen, wenn du meinen Empfehlungslink nutzt, um einen neuen Tesla zu bestellen. Bis zum Ende des Monats gibt es sogar noch Supercharger für 7.500 Kilometer kostenlos. Das heißt, bis zum 28. Mai, wenn du dann bestellst, kriegst du 7.500 Kilometer, die du kostenlos am Supercharger laden kannst. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.